Okay, klassische. Ah ja, hier können wir jetzt mal ausprobieren, ob wir fliegen können. Ja. Das Ding funktioniert ganz normal. Das finde ich auch gut. Oh nein. Oh, das war ein lustiger Spaß, den wir hatten. Jetzt haben wir ein Ausrufezeichen oben. Moment, Moment, Moment. Bug. Das ist ein... Wieso haben wir... Oder ist das ein Bug? Wir hatten doch nur eine... Wir hatten nur ein Cape. Wieso haben wir jetzt noch eins auf Reserve gehabt auf einmal? Wann habe ich das bekommen? Ich verstehe das nicht. Oh, ich wusste, das wird passieren. Leute, es ist ein Bug. Wir haben unendlich Capes. Das ist sogar ein richtiger Gamebreaker-Bug irgendwie. Guck mal, ich nehme jetzt das und dann habe ich wieder ein Cape. Und dann verliere ich das und dann habe ich wieder ein Cape. Wenn ich mich jetzt nochmal treffen lassen würde, dann weiß ich nicht, ob ich es nochmal habe. Aber ich kann Capes spawnen. Das ist nicht Sinn der Sache eigentlich. Das ist also natürlich cool. Jetzt haben wir unendlich Capes, aber das nimmt uns jetzt komplett die Challenge hier weg, ne? So, wir nehmen eine Feuerblume, unser Cape zurück. Scheiße, da müsste was gemacht werden. Oh, wer bist du denn? Du bist es. Sieht ganz schön hässlich aus, der Typ. Okay. Ja, aber es könnte... Das ist echt ein Problem mit dem Cape. Und ich weiß auch gar nicht, wie das gemacht wird. Also, ich erkläre mal den Vorgang. Ich... Okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe ein Cape und eine Feuer... Nee, nicht eine Feuer... Ich habe ein... Ich weiß nicht. Ich kann es nicht mehr erklären. Also mein Ersatz-Item praktisch. Irgendwie hat das damit zu tun. So, ich habe es verloren. So, anstatt, dass ich jetzt eine Dings auf der Reserve habe, meine Feuerblume, die ich hatte, habe ich jetzt mein Cape wieder. Keine Feuerblume dafür, aber ein Cape. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mehr Items habe. Ich dachte eigentlich, ich würde damit unendlich Items haben. Habe ich aber wohl doch nicht. Nur ich habe jetzt statt Vollboom dann immer Cape, wisst ihr? Und ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Das kann ich mir jetzt... Vielleicht ist es ja doch ein geheimes Feature, aber... Ich kann jetzt auch das hier machen die ganze Zeit. Wo kam jetzt die Münze her? Ach so. Von dem Busch her. Ach, die Dinger kann ich auch spinnen irgendwie. Oh, guck mal, jetzt ist doch mal ein Stück Gemüse gedroppt. So. Ja, ihr merkt langsam selber, wie billig das ist, oder? Und da ich das natürlich auch schamlos ausnutze. Sorry, also. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Super Luigi Cape Land. Sollte das Spiel jetzt heißen. Okay, kommen wir jetzt erst zur richtige Schloss. Mit Donkey Kong Mucke. Also meine Ohren sind jetzt ein bisschen verwöhnt, weil wir hören in diesem Spiel bis jetzt nur Super Mario World Sound Fonts von Liedern. Und ich habe Lieder wie das originale Donkey Kong Lied hier aus Donkey Kong Country 2 schon sehr wohl in Mario Text gehört. Und da klingt es natürlich viel cooler als diese Version. Nicht, dass diese hier kacke klingt, aber wenn man es schon besser kennt, dann... Ne? Dann ist man es natürlich auch gewohnt, dann das wirklich original zu hören. Okay, die klingt sogar ein bisschen kaputt, die Musik. Mit diesen... Das höre ich auch nur auf der rechten Spur irgendwie. Oder, nee, muss das so? Vielleicht muss das auch so sein. Hallo, mach mal einen Sprung. Boah, jetzt haben wir komplett zum Boss hingeskippt. Das ist Bowser. Bowser ist gestorben. Ein für alle Mal. So, okay, danke fürs Zusehen. Das Spiel ist hier vorbei. Denn wir haben Bowser besiegt, so wie das Spiel es ja gesagt hat. Dass Bowser irgendwie das Pilzkönigreich übernommen hat. Und wir haben Bowser in die Lava gestürzt. Warum spielen wir überhaupt noch weiter? Bowser ist tot. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall neue Musik. Oh, die Musik ist aus Super Princess Peach. Falls das noch irgendjemand von euch kennt. Jetzt ist das die Coffee Coast Welt. Aber ich wundere mich trotzdem, warum wir weiterspielen, weil Bowser ist doch besiegt. Es wird auch keine Erklärung gegeben. Haha, es war Fake Bowser oder haha. Das war Bowsers böser Zwillingsbruder, Schmauser. Oder so. Ich weiß nicht. Wir spielen ja weiter, obwohl
laut unserer Beschreibung, also nicht unserer Beschreibung, sondern der Spielbeschreibung, das eigentlich schon längst alles erledigt sein sollte. Oh oh. Oh, das war's. Der Cape-Traum ist vorbei, Leute. Wir haben es gecheased, wir haben es ausgetrickst, das System, aber... Aber das war's. Wenn man zweimal hintereinander Cape verliert, bevor man ein neues Power-Up kriegt, dann ist das Cape weg. Ah, oh, es war schön, solange es gedauert hat. Ich wette, euch hat es angekotzt, dass ich die ganze Zeit endlich Capes hatte und sogar teilweise Level überflogen habe. Aber jetzt ist es fürs Erste zumindest vorbei. Okay, das sind Cooper-Shells, aber... Boah, das ist ja, das bringt mich ja voll durcheinander. Mario Kart-Musik. Ja, ich springe sogar minimal höher, als ich es gewohnt bin. Ach ja, und wir müssen noch einen Secret-Exit suchen. Das war ja auch noch irgendwie Sache. Muss ich das machen? Aha. Oh. Okay, das wird's. Naja, nicht schlimm. Alles cool. Da war das Ding. So, Secret Exit führt uns irgendwie dahin. Coffee Ruins. Später mehr dazu. Erstmal hierhin. Erstmal mehr Level. Ich bin nur verwirrt, was Boden ist, was echte Koopa-Shells sind. Guckt euch das mal an. Ich meine, klar, die Boden sind, die haben halt ganz andere Farben. Die echten Koopa-Shells, die haben halt nur rot, blau, grün und gelb. Und die haben halt sehr viel exotischere Farben. Wow, trotzdem lasse ich mich hier verarschen. Bin gespannt, ob Yoshi auch irgendwie im Spiel vorkommt. In irgendeiner Form. Das wäre nämlich voll das Traumparadies, das Level. Den ganzen Koopa-Shells. Ja. Und ich muss auf meine Schüsse achten. Die gehen nämlich immer geradeaus. Oh, ich dachte, ich könnte ihn austricksen. Kann ich aber nicht. Yeah, Swag. Punkte. So, vielleicht kriegen wir ein neues Cape in einem Bonus-Game. Wer weiß, wenn wir ganz viel Glück haben. Okay, ich muss jetzt nur einmal kurz aufmerksam sein und vielleicht kriege ich das ja hin. Okay, ich habe schon die Orientierung verloren. Ich glaube, es ist er, der hier. Ich habe recht. Leute, das Cape-Cheaten geht weiter. Das Cape-Cheaten geht... geht weiter. Eine offizielle Entschuldigung kann ich euch nicht geben. Das ist ein Wasserlevel. Es ist sogar gar nicht mal so gut, hier ein Cape zu haben, ja? Also stellt euch mal nichts an. Beruhigt euch. Ich wünschte, ich hätte kein Cape. Ich muss das Cape haben, ja? Das ist... Ich habe keinen Spaß daran. Auch wenn ich die Fische einfach wegspinnen kann und das viel gemütlicher ist. Aber jetzt mal im Ernst, ich hätte gerne noch ein Power-Up, damit ich das Cape auch als Versicherung behalten kann. Damit ich hier mein Schummelsystem machen kann. Soll ich besser unten lang gehen? Vielleicht schon, ja. Also, sie sind bunt, diese Spuckdinger, aber ich weiß nicht, ob die verschiedene Funktionen haben. Okay, da habt ihr es, das Cape-Ding ist weg. Bevor wir irgendwie ein Power-Up bekommen haben, in dem ganzen Level gab es kein einziges Power-Up. Was ist denn das? Das ist schon ein bisschen hart. Also, gar kein Power-Up mitzugeben. Ich meine, gut, damit konnte ich halt jetzt nicht das ganze System wieder umgehen. Aber ihr wisst, was ich meine, so ist, ne? Naja, schade. Das war diesmal, konnte ich das gar nicht ausschöpfen, das Cape Fiesta. Aber wir spannen schon weiter aufs nächste Bonus-Game. Damit wir das wiederholen können. Okay, Geisterhaus. Ein andermal. Erstmal geht's hier weiter. Krabben. Boah, sie funktionieren wirklich wie Mario Land. Nicht Mario Land. Mario Bros. Ohne Super. Nur Mario Bros. Da wäre mein Power-Up gewesen. Wieso hat das Wasserlevel kein einziges Power-Up gehabt? Das ist doch komisch. Sonst kriege ich ja... Ja, 5 Stück in einem Level oder so, weißt du? Und dann einmal gar keins auf einmal? Moment, ich muss etwas kurz analysieren. Ja, okay, nicht schlimm.
Nee, alles ist normal. Irgendwie kam ich mir gerade schneller vor. Moment, nochmal. Normalerweise, wenn ich geduckt hier reinspringe. Nee, okay, es ist alles wie immer. Ich dachte gerade, ich würde mehr abgehen als sonst, wenn ich da hüpfe. Weil vielleicht, dass dazu passt, dass Luigi tendenziell in diesem Spiel ein bisschen höher springt, als man es gewohnt ist. So ein bisschen, ne? Er springt jetzt auch nicht so krass höher. Aber ich glaube schon, dass da was verändert wurde. An Höhe. Guckt euch das an. So ein Sprung würde ich, glaube ich, nicht so einfach schaffen. Also nicht mittlerweile. Ansonsten, wenn das jetzt nicht hier modifiziert wäre, die Sprunghöhe. Doch, auf jeden Fall. Ich merke das auch richtig, wie ich viel höher springe. Also nicht viel höher, sondern viel höher im Vergleich. Aber ist jetzt natürlich nicht so eine krasse Mehrhöhe. Komm, gib. Gib. Aber dafür, dass wir auch fehlerfrei hier durchlaufen, kriege ich gar nicht mal so viele Leben. Ich bin jetzt bei 12, ist okay. Ich sammle natürlich auch kaum Münzen ein, erst recht keine A-Münzen. Aber dafür kriegen wir kein Leben so richtig hinterhergeschmissen, wisst ihr? Finde ich gut. Okay, unser nächstes Unterwasser-Spaß-Level. Das hatte ein Zico-Dexit, ne? Ich glaube schon. Warum heißt das eigentlich Kaffeewelt? Das hat doch nicht viel mit Kaffee zu tun hier. Ich weiß noch nicht, wo ich lang möchte. Ich weiß auch gar nicht, woher diese Musik hier stammt. Kann man da rein, auch wenn da Fische rausgeschossen kommen? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, aber da ist schon mal das Schlüsselloch da unten. Das ist schon mal gut. Oh. Okay, vielleicht finden wir hier direkt den Schlüssel. Oh ja, wow. Also, krass versteckt sind die Secret Exits bis jetzt noch nicht so. Weiß nicht, ob sich das noch ändert. Okay. Sehr schön. Ach, das führt uns geradeaus. Ach, das ist Coffee Secret da links. Okay. Jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf. Weil so schnell Durchlauf wird das hier, glaube ich, gar nicht. Ich meine, wir sind schließlich unter Wasser. Nicht mal schnell durchschwimmen ist es. Entschuldigung. Oh, passen wir da durch? Natürlich passen wir da durch. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt. Und weiter. Wir dürfen niemals anhalten. Wir speedrun das Level jetzt. Ich glaube, da sind auch richtig gute... Also, dieser Hack ist auch bestimmt richtig gut für Speedruns geeignet. Oh, okay. Wobei, das wäre, glaube ich, ein echt langweiliger Speedrun, weil man muss einmal nur ein Cape kriegen und dann wird einfach, wo man kann zumindest, überall alles überflogen. Ich wollte zu viel. Ich wollte... Nein, ich hätte vorsichtiger spielen müssen, aber ich habe auf alles geschissen. Und ich habe nicht mal einen Checkpoint bekommen. Ich habe es, ganz ehrlich, ich verdiene es auch. Ich habe unter aller Saugott gespielt. Aber ich wollte einfach so schnell wie möglich dieses Level hinter mich bringen, weil ich bin kein großer Fan von den Unterwasserleveln. Ich mache den gleichen Scheiß nochmal. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Das ist traurig. Ein HDMA-Effekt wäre auch schön gewesen für den Hintergrund. Das sind das, wo es so wellig wird. Das ist man heutzutage aus den Hacks eher gewohnt, sodass diese Höhe hochauflösendere Custom Music, nicht hochauflösende, aber nicht Mario World mäßig klingende Musik, so. Also, mit vielen Ressourcen ist das Spiel meiner Meinung nach nur ein bisschen auf altmodisch noch gehalten. Boah, da konnte ich jetzt echt nicht mal mehr was machen. Meiner Meinung nach. Also klar, viele Sachen sind auch komplett neu. Die Leiste oben, dass wir Wandsprünge machen können. Das Allerneueste ist ja auch das mit den Cooper Shells schmeißen und Münzen kriegen dafür, wenn man die berührt. Aber so Custom Music oder vielleicht ein paar Effekte oder so, das sieht noch alles sehr oldschool aus. Das ist man heutzutage von den modernsten Hacks gar nicht mehr gewohnt. Okay, was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass da ein Punkt ist auf dem Geisterschiff. Oder Piratenschiff, nicht Geisterschiff. Aber gut, jetzt fange ich an zu jammern auf höchstem Niveau.